Yo, Hallihallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Ich bin's mal wieder, euer Belias. Und heute kommen wir zu einem weiteren Digitationswege-Video, in welchem wir über die gesamte Lore- und Hintergrundthematik eines bestimmten Digitationsweges vollständig reden wollen. Kurzer Hinweis, laut offizieller Lore gibt es keinen festen Digitationsweg, sondern verschiedene Abzweigungen, zu denen die verschiedenen Digimon werden können. Die festen Digitationswege, wie von Agumon zu Wargreymon, wurden spezifisch für den Anime erfunden und entspringen nicht dem Original. Beim letzten Mal haben wir uns mit dem Digitationsweg von Dorumon bis hin zu Dorugoramon sowie Alphamon auseinandergesetzt. Heute wollen wir uns eine Abspaltung davon anschauen, nämlich eine, die durch den Einfluss von Death Exmon zustande kam. Das Baby-Level, das Ausbildungslevel und das Rookie-Level von Dorumon habe ich im letzten Video sehr detailliert durchleuchtet, deshalb würde ich euch empfehlen, dies als einen zweiten Teil anzusehen und das Video über Dorumon, den ersten Teil, im Voraus nochmal anzuschauen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und den Kommentaren. Bevor wir uns diesen Digitationsweg aber genauer anschauen, möchte ich euch erstmal Death Exmon selbst näher vorstellen, auch wenn dieses in der Digitation von Dorumon nicht wirklich selbst vorkommt. Death Exmon, welches bei uns auch als Dexmon bekannt ist, zählt offiziell als kein echtes Digimon, sondern mehr als eine Art künstliches Programm. Würde man es jedoch als Digimon klassifizieren müssen, wäre es vom Typus Virus und auf dem Level Mega. Death Exmon stammt aus einer sehr frühen Zeit der antiken Digi-Welt, in welcher noch aktiv nach Wegen geforscht wurde, den Überlebensinstinkt der Digimon künstlich zu maximieren. Als die Digi-Welt einer massiven Überbevölkerung ausgesetzt war und alles darauf hindeutete, dass diese deshalb zusammenbrechen würde, holte Yggdrasil, der Hostcomputer der Digi-Welt, das alte Relikt namens Death X aus den Tiefen des Datenspeichers zurück, um aus diesem das Programm X zu entwickeln, ein Tool zur Reinigung und Zurücksetzung der Digi-Welt. Programm X war auch als X-Virus bekannt und sollte den größten Teil der Digimon befallen, um diese in ihre Daten zu zerlegen und letztendlich zu löschen, um quasi einen Neuanfang zu erzwingen. Doch das Relikt namens Death X bekam ein eigenes unterschwelliges Bewusstsein, wodurch es als Death Exmon agierte. Diese Lebensform verfügt weder über einen eigenen Digicore noch über einen physischen festen Körper. Wenn es Digicores in seiner Umgebung wahrnimmt, absorbiert es diese und zerlegt sie anschließend in ihre Einzelteile, nur um diese dann in sich selbst wieder zusammenzusetzen. Grundlegend ist Death Exmon ein simples Programm, jedoch kann man lore-technisch davon ausgehen, dass es nicht möglich ist, diese Lebensform endgültig zu eliminieren. Sollten sich keine Digicores in seiner Nähe befinden, verfällt es in eine passive Stasis, wird also quasi regungslos. Doch solange Digicores in seinem Umfeld spürbar sind, lässt es sich nicht davon abhalten, diese in sich aufzunehmen. Digimon, an denen mithilfe des Programms Death X geforscht wurde, sind in der Lage, eine sogenannte Death X-Digitation durchzuführen. So wurde auch an Dorumon mit diesem Programm geforscht. Dorumon ist ja ein natürlicher Träger des X-Antikörpers, einem natürlichen Schutzmechanismus gegen den Befall des X-Virus. Lebt Dorumon jedoch ab, können seine inneren Überlebensinstinkte diese Death X-Digitation hervorrufen und es wird zu Death X Dorugamon, dem Champion-Level vom Typus Virus. Abseits von dem meiner Meinung nach unglaublich coolem Design ist Death X Dorugamon auch überaus mächtig für ein Champion-Level. Es übertrifft noch die Grundstärke, die seine ohnehin schon starke Dorugamon-Form bereits gehabt hätte und kann somit problemlos mit den meisten Ultra-Level-Digimon mithalten. Wie man unschwer am Äußeren schon erkennen kann, ist dieses Digimon mittlerweile von untoter Natur und verfügt ähnlich wie Death Exmon nicht mehr über einen eigenen funktionierenden Digicore. Deshalb jagt es ununterbrochen aktiv nach den Digicores anderer Digimon, ähnlich wie ein Zombie, um nicht vollständig zu zerfallen und die eventuelle Chance zu bekommen, auf ein höheres Level zu digitieren. Zusätzlich zur Kanonenkugel, welches es bereits als normales Dorugamon abfeuern konnte, ist es nun in der Lage, seine Feinde mit seinen Stahlarmen zu durchbohren und deren Digicores einfach aus ihnen herauszureißen. Sammelt Death X Dorugamon genügend Digicores, kann es aufs Ultra-Level digitieren und nimmt die Form von Death X Doruguremon an, dem dunkelroten Drachen des Todes. Genauso wie bei der Vorstufe behält diese Form ihren untoten Status bei und verfügt nicht für sich selbst über einen eigenen Digicore. Wie ein Zombie greift es andere, lebende Digimon an, um eine gigantische Menge an fremder Digicores zu konsumieren, da es so hofft, aufs nächste Level digitieren zu können. Death X Doruguremon hat einen natürlichen Instinkt, der ihm hilft, starke Digicores anderer Digimon in meilenweiter Entfernung zu erschnüffeln, weshalb es nicht auf seine Augen angewiesen ist und diese von einem Metallrüstungsteil bedeckt sind. Sein Körper und seine Flügel sind mit Sägeblattklingen bestückt, mit welchen er seine Feinde aufschlitzt, um an deren Digicores zu kommen. Das große Horn nutzt es außerdem, um die harte Rüstung seiner Feinde aufzubrechen und bis zum Digicore vorzudringen. Death X Doruguremon sind extrem selten, seltener noch als die Grundvariante, weshalb nicht viel über seine wahre Stärke bekannt ist. Gerüchten zufolge soll es stärker
technisch jedoch mit vielen Mega-Level-Digimon bereits problemlos mithalten können. In Verbindung mit seiner Gier nach fremden Digicores ist dies eine tödliche Kombination. Nimmt es eine gigantische Menge solcher Digicores in sich auf, digitiert es zu seiner finalen Form, dem Mega-Level Death Egg Dorugoramon vom Typus Virus, welcher als Digicore Raubdrache bekannt ist. Dieses Digimon ist die vollendete Form der Death Egg-Digitation der Dorumon-Linie. Optisch hat sie die stärksten Ähnlichkeiten mit Death Eggsmon und wirkt wie eine perfekte Mischung aus diesem und Dorugoramon. Death Eggs Dorugoramon bleibt weiterhin ein untotes Digimon ohne eigenen Digicore, welches auf fremde Digicores angewiesen ist, um körperlich aktiv bleiben zu können und um nicht gänzlich zu verfallen. Deshalb sammelt es weiterhin die Daten fremder Digicores und staut diese in seinem Körper an. Durch die ganzen Informationen verschiedener Digicores ist sein Körper von digitalen Fesseln umschlungen, welche ihn beträchtlich einschränken und ihm kaum die Chance geben, als ein einzelnes funktionierendes normales Digimon zu agieren. Seine Stärke übersteigt jedoch die der meisten Mega-Level-Digimon. Es benötigt ein sehr mächtiges Digimon, wie zum Beispiel einen königlichen Ritter wie Alphamon, um Death Eggs Dorugoramon in die Knie zu zwingen. Man kann also nur spekulieren, wie mächtig dieses Digimon wirklich wäre, wenn es nicht von digitalen Fesseln gebunden und so stark eingeschränkt wäre. Auch in dieser Form verhält es sich weiterhin wie ein Zombie ohne klaren Willen und verbleibt in einem untoten Zustand, da es über keinen eigenen Digicore verfügt. Mit seinem Spezialangriff namens Metallimpuls fegt es sämtliche Daten seiner Feinde in einer gigantischen Explosion hinweg, welche so konzipiert ist, dass lediglich der Digicore seiner Feinde zurückbleibt, damit es diesen verschlingen kann. Das Erscheinen dieser Death X-Reihe ist übrigens bisher auf den CGI-Animationsfilm Digital Monster X Evolution, dem Manga Digimon Chronicles, dem Manga D-Cyber und den beiden Digimon-MMOs Digimon RPG und Digimon Masters beschränkt, was dafür sorgt, dass diese überaus coole Digitation wenig durchleuchtet bleibt. Wenn wir uns also den ersten Teil des Dorumon-Digitationsweges mit anschauen, haben wir zu jedem der Haupttypusarten jeweils ein passendes Mega-Level-Digimon, welches aus Dorumon entstehen kann. Da hätten wir das Serum-Digimon Alphamon, das Datei-Digimon Dorugoramon und das Virus-Digimon Death Eggs Dorugoramon. In den meisten Medien wird die Death X-Reihe als Antagonist genutzt, wie zum Beispiel im CGI-Film, wo die Death X-Varianten die Gegner des Protagonisten Dorumon sind. Und ein großes Dankeschön geht an die Sponsoren dieses Videos, die durch ihre YouTube-Mitgliedschaft überhaupt das Ganze hier erstmal ermöglichen. Ein ganz dickes Dankeschön geht vor allem auch raus an die Gold-Mitglieder, die über ihre Grenzen hinausgehen, um mich finanziell zu unterstützen. Dankeschön an Benloa97, Rexillian, Jarek, Imperial Sky, Stefan Kraus, ZeroATH, Christoph, Florian Lissek, Raito Rick, Steve Röhl und 13C16. So, meine Freunde, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich danke euch allen fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, ich bin euer Belias. Bis dahin, ciao, ciao.